Hallo, ich bin Ivan von der Tretmühle in Stuttgart. Ich bin hier bei Velo de Ville und wir schauen uns die Neuheiten für das Jahr 2024. Erstmal, wer ist Velo de Ville? Das ist eine deutsche Marke, die Custom-Made Bikes macht. Das bedeutet, ihr könnt euch bei den Fahrrädern nicht nur die Farbe aussuchen, sondern auch die Ausstattung, sogar bis zum kleinsten Detail. Schaltungsart, Lampen, Reifen, Gabeln, Sattelstützen, Gepäckträger, all das ist möglich. Der erste Favorit von mir ist die Serie AEB. Das sind, sag ich mal, normale Trekking- oder Stadträder. Die sind bequem, solide gemacht. Wie ihr hier seht, man kann sogar auch die Roll-Off-Schaltung auswählen. Man kann aber auch ganz normale Schaltungsarten auswählen. Oft wird so gewählt, dass das Cockpit recht bequem ist, also etwas aufrecht, damit ihr auch lange Touren fahren könnt. Und auch die Leute, die im Flachland leben, Norddeutschland, Holland, werden dieses Fahrrad lieben. Die Reifen sind nicht allzu dick, 2 Zoll, also etwas, was momentan, könnte man sagen, bei den E-Bikes sich etabliert hat. Ein wunderhübsches Fahrrad. Das Fahrrad gibt es nicht nur als Damenversion, sondern auch als Tiefeinsteiger. Das sieht zum Beispiel so aus. Und auch als Herrenversion, selbstverständlich. Das würde dann so aussehen. Es gibt schicke Detaillösungen, wie zum Beispiel das hier. Der Rahmen hier kann getrennt werden und ihr könnt dadurch auch einen Riemen nutzen. Oh, das hier ist bestimmt ein Prototyp. Ich hoffe das sehr stark. Dann gehen wir zu der Serie SEB. Die hat mir auch sehr gut gefallen. Dann können wir uns mal anschauen, wo die Unterschiede sind. Auf geht's! Die Serie SEB gibt es ebenfalls in den 3 unterschiedlichen Rahmenformen. Herren, schaut mal, was für eine richtig schöne, mutige Farbe. Hier nochmal Herren. Hier haben wir Tiefeinsteiger. Auch eine schöne, mutige Farbe und selbstverständlich auch die Trapez-Versionen. Was ist typisch für die SEB-Serie? Sie ist etwas, sag ich mal, muskulöser als die AEB-Serie. Man sieht es hier schon an der Gabel. Diese Gabel hier kommt eigentlich vom Mountainbike-Bereich. Sie ist ziemlich robust, mit Steckachse sehr steif und sie kann gut auch mit schlechtem Gelände klarkommen. Dann gibt es auch ganz andere Reifen. Das sind 27,5 Zoll Reifen, deutlich breiter als bei den normalen Stadträdern. Die müssen nicht unbedingt Mountainbike-Reifen sein, ihr könnt auch normale Straßenreifen montieren. Dadurch habt ihr sehr viel Komfort. Die Formen sind ein bisschen gerader. Ich muss sagen, so rein optisch hat mir die AEB-Serie ein bisschen besser gefallen. Aber der Gepäckträger hier ist wirklich sehr schön gelöst, super robust, mit 6 Schrauben insgesamt am Rahmen direkt befestigt. Ebenfalls auch hier bei der Serie könnt ihr euch die Ausstattung so aussuchen, wie sie euch gefällt. Und die ganze RAL-Palette gehört euch. Guckt es euch an. Ich würde es glatt fahren. Ne? Sieht total schick aus. Vielleicht nur mit Schussbechen. Ein Gepäckträger und auf geht's. Ich wünsche den Velo de Ville Leuten sehr viel Erfolg im kommenden Jahr und habt Spaß mit ihren Fahrrädern. Ciao!